Ja, moin Leute, heute ist Sonntag und zwar der, Moment, 25. Und Sonntag der 25. Heute ist wieder Wasserwechsel angesagt. Ich habe jetzt einen Wasserwechselrhythmus eingelegt von 2 Wochen. Also ich habe letzte Woche Sonntag nicht Wasserwechsel gemacht, sondern die Woche zuvor. Und heute sind genau 2 Wochen rum. Das heißt, ich werde heute Wasserwechsel machen. Und dazu nehme ich euch wieder mit. Jo. Schauen wir mal, ne? Und dann würde ich sagen, fange ich an. Jetzt muss ich kurz noch die Kamera einstellen. Moment. Spiegelt ein bisschen, aber ja, gehört dazu, ne? Hab jetzt auch kein Rollo, den ich zumachen kann, aber das ist jetzt auch egal. Ah, das bringt aber nichts, dann ist es zu dunkel, Christopher, das ist mir nichts. Nee, muss ich nicht. Eine Runde auf die Schnauze hauen hier. So. Also ich tue wieder ein bisschen mulmen. Ein bisschen mulmen. Ach, dieser Gartenschlauch, ey. Der ist schon so steif. So, mal gucken, ob das richtig steht hier. Das sieht gut aus. Seite Nummer 1. Thank you.
So. Das Ganze mal. Wieder so wie beim letzten Mal. So, und heute werden wir definitiv auch mal den Filter nachgucken, wie es mit der Filterwatte aussieht, ob ich die auswaschen muss oder, weil ich wasche die gerne aus und Moment, ich muss mal kurz hier. Also ich wasche die tatsächlich gerne aus. Klar, ich habe jede Menge davon, aber man muss ja nicht verschwenderisch damit umgehen. Also so sehe ich das zumindest. Kann jeder machen, wie er will. Ne? Ich wasche sie aus. Einmal, dann gucke ich, ob das vielleicht noch ein zweites Mal geht. Aber einmal kann man die mindestens auswaschen. Ups. So, bin ich gleich wieder da. So. Einmal Nummer 2. War so, funktioniert das super. Ich zeige euch das noch. Hier ist so, das ist von so einer Waschmaschine eigentlich, und da kann man das gut einhängen, und hier oben, die hat so viel Eigengewicht, die Mulmglocke, dass das gut da drinnen bleibt. Da kannst du auch keine Fische mit aussaugen, weil oben so ein kleines Siebchen drin ist, und das funktioniert echt super. Ja. Und ihr seht das auch, wie schön die das Kirschblatt hier hinten gewachsen ist. Also das hat sich richtig gut entwickelt. Da werde ich jetzt noch mal eine Woche, denke ich, werde ich warten, und dann werde ich das werde ich das schneiden. Sitzt die Kamera schief? Nö. Ja, dann werde ich das Kirschblatt das erste Mal schneiden. Ich weiß gar nicht, muss mal nachgucken. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt habe. Ein Monat? Irgendwie sowas die Drehe. Ja, ich hatte ja heute Morgen, hatte ich Easy Carbo reingemacht, 10 Milliliter. Und das, was ich jetzt an Wasser wechsle,
das mache ich an Easy Carbo nochmal dazu. Also, ja, nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Klar, ich hätte warten können, ne, mit dem Easy Carbo, bis ich einen Wasserwechsel mache. Aber ja, naja, ist so, ne? So, jetzt wenn der Eimer leer ist, sind wir jetzt bei ungefähr 60 Liter. Also dieser Eimer, den ich da immer nehme, der hat so 30 Liter circa. Und da mache ich meistens so 3 bis 4 Eimer mache ich raus. Wir sind jetzt gleich, ja, bei einem Viertel ungefähr vom Beckeninhalt. So ein Wasserwechsel dauert natürlich eine Weile, ne? Das ist klar, aber ja, das gehört dazu, ne? Das ist halt diese wöchentliche oder 14-tägige Arbeit, die man macht, ne? Irgendwie ist es ja auch schön, ne? Sich darum zu kümmern, das alles zu machen, diese Pflegemaßnahmen zu machen. Manchmal bin ich ganz ehrlich, habe ich so Phasen, wo ich keinen Bock drauf habe, aber ja, wer von uns Aquarianern kennt das nicht, ne? So, dann machen wir den Filter aus. Oh, das ist auch gleich ein bisschen ruhiger. Gut, Eimer Nummer 2. Eimer Nummer 2. Next please. Also ich hatte letztens, hatte ich hier auch die Rotella Rotundifolia Blood Red Singapore. Mein Gott, was ein langer Name. Die hatte ich ja das erste Mal geschnitten. Die war ja schon ziemlich hoch gewesen. Und auch die normale Rotella, also ich zeige es euch mal. Moment. So, dafür muss ich euch aus der Dingens rausnehmen, aus dem Stativ. So, und zwar die Rotella Rotundifolia Blood Red Singapore, die hatte ich das erste Mal geschnitten vor 3-4 Tagen, und eben auch die Rotella Rotundifolia, das ist die ganz normale. Und die Rotella Rotundifolia, die saß ja erst in dem 112 Liter Becken, die habe ich hier reingesetzt. Bin ich mal gespannt. Wenn man genau hinguckt, sieht man hier schon kleine Neuaustriebe. Genau. So, dann setze ich euch mal wieder zurück ins Stativ. Ja, es wackelt ein bisschen, Entschuldigung. So, Autofokus raus.
Ja. Dann dauert es auch nicht mehr lange. Dann sind wir bei fast der Hälfte. Ja, was ich dann noch machen muss, definitiv, ist, ich werde die Frontscheibe wieder sauber machen. Da nehme ich ja immer hier so einen ganz einfachen Küchenschwamm. Ich guck gerade mal, was hier... Ja. Ups. So. Genau. Ja, NPK habe ich heute noch nicht gedüngt. Das mache ich jetzt im Anschluss. Genau. NPK kommt da rein und Eisen. Ein Spritzer Eisen. Ja, ist hier auch gleich wieder voll, der Eimer. Und dann würde ich sagen, das ist jetzt der dritte Eimer. Dabei belassen wir es. Das ist jetzt fast die Hälfte. Dann schätze ich mal 40%. So. Ein Moment, geht gleich weiter. So. Also ihr dürft ja nicht nur das Stückchen hier sehen an Wasser, sondern das geht ja noch ein Stück hier in den Deckel rein. Also ich bin hier ungefähr bei, naja doch, was wird das sein, so 30%. Das ist vollkommen ausreichend. Ich kann das immer schwer abschätzen, aber ich denke mal so um die 30% wird das wohl Wasser sein, was raus ist. Also es sind jetzt 90 Liter. Circa. So, das nächste, Scheibe sauber machen. Christopher, machst du mal leise bitte? Christopher, mach leiser.
Du hast es doch auch laut gemacht, also mach es leiser. Und sag nicht, du kannst das nicht. Mach mal hier was anderes jetzt, weil die Musik, ich nehme hier ein Video auf, nicht, dass ich Probleme mit der Musik im Hintergrund kriege. Ja, nicht hey. Christopher. Du musst es im Kinderzimmer machen. Ich habe jetzt das Muster aufnehmen lassen. Ja, kann sowieso mal normal spielen und nicht immer hier mit Handy oder Tablet oder was auch immer. Christopher, du hast die ganze Zeit jetzt mit dem Zeug gespielt. Ich möchte jetzt hier auch keine Mega-Diskussion anfangen. Ist die ganze Zeit jetzt mit irgendwelchen Kram da rumgemacht. So. Was kann ich rumbocken? Hat dir keiner was getan? Ja. Wer denn? Ich? Oh, der böse Papa. So ein böser Papa. Was hat er denn? So, Frontscheibe gereinigt. Sehr gut. Dann hätten wir das. Wo ist jetzt mein Handtuch? Hä? Bin jetzt mein Handtuch. Wo habe ich das denn hingepackt? Ach, da hinten. Was ist das denn hier? Gut, dann würde ich sagen, Moment,
Gut, dann hole ich euch ein Stück ran. Autofokus wieder rein. So. Ja. Ja, die muss auf jeden Fall gereinigt werden. Aber dazu brauche ich hier den Eimer. So, da gehe ich kurz ins Bad, mache die sauber und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Gerade gesehen, die Aufnahme hat abgebrochen. Und zwar hier vorne, hier hatte ich ja auch Filterwatte drin und hier unten ist Filterwatte drin. Und zwar zeige ich euch das mal. Hier unten, die ist noch okay. Nur die, die oben drauf war, die ist nicht mehr okay. Die konnte ich auch nicht mehr auswaschen. Also die habe ich weggeschmissen. Das heißt, jetzt kommt da ein bisschen neu Filterwatte. Dann müssen wir hier den Anfang finden. Alter Schwede, ey.
Ich will mal gucken. Ich glaube, das ist schon fast zu viel. Schauen wir mal. Jawohl. Müsste gehen. Hoffe ich zumindest. So, ich komme gleich wieder. So. Ach, diese Riesenpackung hier ist so nervig. Weiß ich gar nicht, wie ich die unterkriegen soll hier wieder. Wenn ihr die einmal draußen habt, aus der Packung, weil die auch so richtig rausfedert, dass du die irgendwann seht, eine Riesenpackung, kriegt man wieder so scheiße rein. So, das. Gut. Machen wir das hier noch rein. So. Ja, es ist ja auch nichts für dich, Christopher, normalerweise, das, was da läuft. Jo. Gut,
zu wenig Wasser drin. Das heißt, Schlauch holen, Wasser einfüllen. So, gleich wieder da. Nee, nicht lauter machen. Ich nehme doch gerade Video auf. Mensch. Da kann ich überhaupt Probleme bei YouTube zu kriegen. Was? Sowieso den ganzen Tag Fernsehen und daddelt da irgendwo am Tablet rum oder sonst irgendwas. Da kann er auch mal 10 Minuten warten oder eine halbe Stunde oder eine Stunde. Andere Kinder dürfen überhaupt nicht so lange Fernsehen gucken und Tablet spielen oder sonst irgendwas wie du. Ist auch gar nicht gut normalerweise. Reicht schon, dass ich den ganzen Tag da an so einem Ding rumhänge. So. Ach, dieser Schlauch. So, Wasser läuft. So, dann heißt es warten, bis es voll ist. Thank you.
Sehr gut. Das dauert natürlich immer, bis die Luft raus ist. Manchmal ist es nervig. Manchmal nervt der Filter.
Läuft die Aufnahme noch? Ja. Jetzt kommt da der Felder. Ja, jetzt passt es mit dem Felder. Handtuch, wo ist das wieder? Ach, da drüben. Gut, jetzt NPK. Eisen mache ich, das ist eine 2 ml Pumpe, mache ich einen Spritzer rein. Und das war's. Gut, jetzt lasse ich das Wasser noch volllaufen, ansonsten wäre das alles erledigt. Ich sage wie immer vielen Dank für euer Interesse. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst, wenn ich was Aktuelles hochlade. Dann würde ich sagen, sehen wir uns aquarientechnisch im Laufe der nächsten Woche wieder, denke ich mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, bleibt gesund und man sieht sich. Ciao, ciao.